Kidnapping. Eine rasante und spektakuläre Komödie voller Überraschungen. Ein Wahnsinnsauto. Das muss ich haben. Mario, Finger weg, das ist ein Einzelstück. Manche verkaufe ich eben. Aber ich will mein Geld. Für meine Entwürfe und meine Modelle. Wieso? Die gehören Ihnen doch gar nicht. Die vielen Autos, die müssen unbedingt weg. Ich träume nur noch von Autos. Hermann, mach dich nicht nass. Unser System ist perfekt. Oh, scusi, Signore. Tut mir leid. Nichts. Carnapping. Bestellt, geklaut, geliefert. Luxusautos auf Bestellung klauen und elegant verschieben. Das ist das Millionengeschäft der Gentleman-Gangster. Es ist so einfach, ein Auto zu stehlen. Öffnen Sie bitte die Motorhaube. Carnapping ist auch die Liebesgeschichte eines Autodiebs und einer Rechtsanwältin. Wenn Sie mich schnappen, kriege ich 10 Jahre. Dich müssen Sie erst finden. Carnapping. Bestellt, geklaut, geliefert. Ich habe hier 45 Autos in Salzburg und 35 Porsche in Paris. In einer Nacht. 40, Herr Polizeipräsident. Also, Sie haben da Bemerkenswertes geleistet. Finden Sie. Also? 50%? Okay, los. In dieser hinreißenden Gaunerkomödie dreht sich alles um die schönsten und teuersten Autos der Welt. Carnapping. Bestellt, geklaut, geliefert. Wir haben ein Recht auf Information. Die haben euch Tabletten reingelegt. An den Überschriften werden wir die Woche. Entschuldigen Sie bitte, Herr Baron, dass Sie mit einem einfachen Polizeifahrzeug vorlieb nehmen müssen. Aber unser Ferrari ist uns leider gestohlen worden. Los, zurück! Carnapping. Bestellt, geklaut, geliefert. Der große deutsche Film mit Luxusautos und einer Besetzung der internationalen Spitzenklasse. Bernd Stephan, Annie Duperré, Ivan Desny, Adrian Hofen, Eddie Constantin, Adolfo Celli und Michel Galabru. Was ist denn da los? Wahrscheinlich eine Rallye. Hier ist doch gar nicht angemeldet. Verstehe ich auch nicht. Uns sagt ja auch keiner was. Es ist immer das Gleiche. Carnapping. Von Ihnen bestellt, von Gentlemen geklaut und prompt geliefert. Natürlich ohne Wartezeit. In Kürze in Ihrem Kino. Übrigens, haben Sie Ihr Auto abgesperrt?